Der Nationalspieler Joshua Kimmich fällt mindestens bis Ende des Jahres aus. Das hat der FC Bayern bekannt gegeben. Grund sei, dass seine Corona-Infektion wohl doch mehr Folgen als erwartet hatte. Der 26-Jährige habe Lungenbeschwerden. Angeblich seien dort leichte Wassereinlagerungen entdeckt worden. Eine Folge von entzündlichen Prozessen. Kimmich war gerade negativ getestet worden und durfte nach 14 Tagen häuslicher Quarantäne wieder raus. Nach eigenen Angaben geht es ihm aber gut. Darüber möchte ich sprechen mit Julian Wolf, Fußballreporter aus unserer Sportredaktion. Ja, was bedeutet denn dieser Ausfall von Kimmich bis Jahresende jetzt für den FC Bayern? Ja, vom Timing her hat der FC Bayern quasi Glück im Unglück, weil jetzt in Anführungsstrichen nur noch 3 Bundesligaspiele anstehen bis zum Jahresende, in denen Kimmich eben fehlen wird. Und mit 4 Punkten Vorsprung ist der FC Bayern in der Bundesliga eigentlich sehr, sehr, also steht er sehr, sehr gut da. In der Champions League ist er gestern mit dem Sieg gegen Barcelona quasi durchmarschiert in der Vorrunde. Und da stehen die nächsten Spiele auch erst im neuen Jahr an. Insofern trifft es den FC Bayern sportlich jetzt erstmal nicht so hart. Was ist denn bis jetzt bekannt tatsächlich über den Gesundheitszustand? Ist es sicher, dass er im Januar dann zurückkommen kann? Also von sicher ist ja in der Pandemie immer wirklich ganz schwer nur zu sprechen. Das hofft der FC Bayern, dass Joshua Kimmich im Januar wieder zurück ist. Und der ganze Fall ist ja noch sehr frisch. Also erst vor wenigen Stunden heute Mittag ist der FC Bayern mit dieser Meldung rausgegangen, mit einer Mitteilung, in der Joshua Kimmich eben zitiert wird. Und in diesem Zitat klingt er sehr zuversichtlich, dass das bis Januar klappt. Aber wie gesagt, in der Pandemie und gerade bei Corona-Erkrankten ist es ja wirklich sehr schwer, ganz klare und verlässliche Prognosen zu geben. Aber der FC Bayern versucht, dieses Signal zu senden, dass das wohl klappen könnte bis Januar. So ist das heute zu verstehen, die Mitteilung des Vereins. Ansonsten ist über den direkten Zustand von Joshua Kimmich bislang noch gar nicht allzu viel bekannt. Wir wissen, dass es offenbar eben Probleme gibt, aber wie genau und wie schwerwiegend oder wie wenig schwerwiegend die sind, das ist noch nicht ganz klar. Es bleibt ihm nur alles Gute zu wünschen. Vielen Dank für diesen ersten Überblick, aber Dankeschön.